Vor ein paar Tagen war ich an der Oder, jetzt liegt vor mir die Elbe und erwartet werde ich hier von Silvio und Steffen. Silvio, grüße dich. Steffen, hallo. Ich grüße dich. Was erwartet mich hier heute? Ja, heute erwartet dich hier die Elbe. Die hat sich in den letzten Jahren immer mehr zum Welsgewässer entwickelt. Es werden immer kapitalere Fische gefangen. Mhm. Heute werden wir hier an der Strömungskante angeln, so bei ca. 2 Meter Wassertiefe. Mhm. Ja, und dann wollen wir mal schauen, was kommt. Wetter ist gut? Wetter ist bombastisch heute. Prima. Was mich ein bisschen verwundert, ist deine extrem starke Pfofferschnur, 140 Kilo. Ich bin und dieses Riesenteil an Unterwasserpose, was hat er damit auf sich? Also wir sind hier auf Großes eingestellt. Das ist gut. Nee, also das ist jetzt die Montage, die am weitesten flussabwärts liegt. Mhm. Und das heißt, wir legen die hinterm Buhnenkopf. Mhm. Und hinterm Buhnenkopf heißt natürlich, dass die eigentliche Hauptschnur, wenn der Fisch abzieht, dass der natürlich die Schnur über den Buhnenkopf ziehen würde, was richtig. Wir zwar mit den Augen nicht sehen, weil der ja. Buhnenkopf ja unter Wasser viel, viel weiter reingeht. Ja. Das Überspannen der anderen Buhnenfelder heißt ja auch, wenn es ein Fisch beißt, läufst du am Ufer da in dieses Buhnenfeld, also richtig, wo der Fisch sich aufhält. Machst du so? Richtig, wenn ich merke, dass der Fisch rein will in ja. die nächste Buhne, dann muss ich da halt hingehen. Okay. Durch die Pose haben wir eine sehr gute Kontrolle, dass wir dann manchmal auch sehen, dass der Fisch raus in die Strömung geht und dann kann ich den super von meinem Platz aus hier beangeln. Und wenn es sehr ruhig ist, können wir ein weiches Material benutzen. Das bauen wir dir schön lang hin. Und wenn es sehr, sehr stark strömt, damit sich das nicht überschlägt, verdreht, benutzen wir das monofile Material, Vorfach und die Schlagschnur. Mhm. Die verbinde ich jetzt einfach mit dem Wirbel. Ein Wirbel, okay. Und den schlaufe ich jetzt einfach ein. Und wenn ich morgen schlechtere Köderfische habe von der Größe her, dann wechsle ich den einfach in Einzelhaken, schlaufe den ein. Genug geplaudert. Jetzt sollen den Erklärungen Taten folgen und die beiden begeben sich zum nächsten stromaufgelegenen Buhnenkopf. Wir haben hier einen prima Umlenkstein, der sichert unsere Schnur, die nachher zu unserem Angelcamp zur Route zurückführt. Bleibt man noch ein bisschen weiter rechts erst. Ja, du merkst auch genau, wo die Kante war. Es ist ein gewagtes Unterfangen. Bei dieser Art des Ausbringens ist Vorsicht geboten. Ein Schritt zu weit und das Unheil könnte seinen Lauf nehmen. Mach mal links einen langen Arm noch. Das Vorfach wird ja gedehnt durch die Strömung, kannst loslassen, das Vorfach. Jetzt sind wir am linken Arm. Linken Arm. Die andere Seite links. Mach auf. So, ist offen. Genau. Während Steffen froh ist, aus dem Wasser zu sein und die Hauptschnur in den Einleger einhängt, geht Silvio mit steil erhobener Rute an den Angelplatz zurück, steckt die Rute in den Rutenständer und spannt die Schnur. Ja, der Vorteil ist jetzt von dieser Umlenkung, dass ich flussaufwärts angeln kann und nur sehr wenig Schnur mit die Strömung wieder ins Wasser geht und ich eigentlich kaum Dreck einsammeln kann damit. Wie wenn ich jetzt direkt eine Schnur hier stromaufwärts spannen würde. Er spannt die jetzt drüben straff. Ich kontrolliere jetzt, dass es hier nicht zu straff wird, dass alles gut aussieht, dass nichts auf den Stein liegt und dann ist die Rute draußen und scharf. So, ich montiere hier einen elektronischen Bissanzeiger. Die haben sich sehr bewährt in den letzten 2 Jahren. Die registrieren kurze Schläge von Fischen, sowie auch wenn der Fisch langsam nach vorne steigt. Ein warmer Sommertag klingt gemächlich aus. Die Köder liegen perfekt und Steffen, Silvio und Stefan philosophieren über ihre Lieblinge. Was gibt es Aufregenderes? Und obwohl die Waller unterwegs sind, geschieht nichts. Warum? Ja, die Nacht ist vorbei, kein Fisch, keine Attacke, woran lag's? Das ist Angeln, Stefan. Aber das kennst du ja selbst jahrelang und wir haben hier einen feinen Wasserpegel gehabt in dieser Nacht von 20 cm, was nicht wenig ist.
Und das ist aus meiner Erfahrung her für keine Fischart, die man beangelt, positiv im Fluss. Genau, und das gehört eigentlich auch mit dazu. Wallerangeln, es gibt einfach auch Schneidertage bzw. Schneidernächte. Es war aber ein sehr schöner Angeltag, ein sehr schönes Gewässer. Fische gibt es hier und jetzt geht es weiter zum nächsten Wallerbeitrag. Viel Spaß bei den nächsten Videoclips.